grenzenlos unterwegs sind ab sofort Radler auf dem reichlich 600 Kilometer langen und durchgängig beschilderten Radroutennetz innerhalb der Radregion Erzgebirge. Am 2. Mai übergab Landrat Frank Vogel als Vorsitzender des Tourismusverbandes Erzgebirge in Bärensteins gemeinsamer Mitte feierlich das letzte Verbindungsstück zwischen den beiden Hauptrouten auf deutscher und böhmischer Seite. Zu einer interessanten Podiumsdiskussion sowie einem bunten Programm aus Trailshow und Prämierung des originellsten Fahrrads lud die Wirtschaftsförderung Erzgebirge gemeinsam mit Tourismusverband und der Gemeinde Bärenstein ein. Das länderübergreifende Radroutennetz ist Ergebnis eines zweijährigen Ziel-3-Projekts. Noch zu dessen Beginn gab es kein grenzüberschreitendes Konzept zur Entwicklung der Radtouristik im gesamten Erzgebirge. Mit dieser neu entstandenen Leiterstruktur werden abwechslungsreiche und zum Teil anspruchsvolle Entdeckungstouren beiderseits der Grenze möglich. Dafür wurden allein zwischen Eibenstock und Altenberg etwa 1600 touristische Radroutenschilder an ca. 1100 Standorten durch die Kommunen angebracht.